Gassal, am 28. Mai wird die Entscheidung zum Weiterbau der A143 erwartet. Was hat diese Aktion jetzt auf sich? Die Aktion soll bewirken, dass wir genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen können, um wissenschaftliche Expertisen, gutachterliche Expertisen liefern zu können, die uns eindeutig sagen, ob die A143 gebraucht wird oder ob die A143 nicht gebraucht wird. Wovon gehen Sie persönlich aus als Bürgerinitiative? Ich persönlich gehe von dem aus, was bereits an gutachterlichen Expertisen vorliegt, nämlich das Verkehrsgutachten aus 2013 und das Ergebnis der Verkehrszählung aus 2009 belegen eindeutig, dass die A143 nicht gebraucht wird.